Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Garry's Horror Mod. Ja, wieder mit dem Tipp, ne? Ja, in der letzten Folge bin ich ja so grandios hier gestorben, weil ich einfach mal verpennt habe, dass da oben ja Gas rauskommen könnte, ne? Aber jetzt, wir haben den Code geknackt. Er ist nämlich 7100, Button treffen, 03. Und der ist immer noch falsch. Hier hinter der 7.1 ist noch ein Strich. Also, wie wenn es aus mehreren Blöcken besteht. Und vor der 0.3 fehlt wahrscheinlich noch ein Teil. Der ist hier oben im Keller. Wo ist der? Hier hinter dem. Geht nämlich noch die Ecke runter. Mann. Ja, dann. Oh. Alter, vor Schönheit. Okay. Scheiße, da muss ich ja vor. Alter. Warte mal ganz kurz, Tim. Und Leute, wartet bitte auch ganz kurz. Ich muss mal eben den Tim ein bisschen lauter stellen hier im TS. Oh Gott! Ja, ja, wenn der Schreien anfängt, dann hört man wieder den Tim, ne? Ja, da war gerade ein Screamer. Hier lag mir Revolver und da war ein Screamer. Dazu, andere Seite noch. Warte mal. Du bist hübsch. 25. Also was sagt uns das? 7-1? 25-03. Nein, da nicht wieder rein. Ich auch. Machen wir es gruselig, machen wir das Licht aus. Nein, sonst seht ihr ja nichts. Brauchen wir looks like grass or red card. Brauchen wir scheinbar eine rote und eine blaue Card. Okay. Guck mal hierher. Tim verhält sich wie in der Schule, er randaliert. Hier sieht es so aus, als ob es entweder eine große Essensschlacht gab, wie der Rest ist. Oder das Essen hat nicht geschmeckt. Oder ist jemand explodiert. Ich tippe auf Letzteres. Bitte nach dir. Willst du nicht hier nochmal? Da ist zu. Aber nur mit meiner Bank, okay? Du musst Licht blauen. Hä, wie hast du die jetzt hochgenommen? Half-Kit. Mmm, yummy. Das der Cursed Hallway ist? Was war das? Da hinten liegt was, lauf mal dahin. Du. Über, ich glaube über dir kommt. Ecke.
diese Lüftungsschicht hier überall, ne? Das ist ein Schlüssel. Hab ich. Ja. Ich hab Schaden bekommen gerade. Ja, wahrscheinlich war ich dich irgendwie. Keine Ahnung. Boom. Motherfucker. Au. Au. Au, mein Gott, guck die mal an. Texturen außen dran geklebt. Ich wollte gerade sagen, hey Tim, der schaut aus wie ein Verwandter von dir. Also das war jetzt zu einfach. Ja, ich seh's. Du wirst noch, genau. So, und jetzt hier. Oh Gott, hier ist offen. Dann eigentlich gehofft, die Küche ist offen. Take what you need, was war denn? Vor allem SMG-Munition. Und eine Magnum. Und du hast den Schlüssel jetzt. Boah, Tim! Tim, Hilfe! Ich hab noch ein Leben. Ein Leben? Ja, das sind diese Vergiftungen. Ja, natürlich war das für die. Oh Mann. Noch 11 Leben. Wow! Hä? Da ist ein Auto von der Decke runtergefallen. Okay, wo bin ich? Hier. Alles klar, gut. Ach so, okay, sehr schön. Jo, logisch. Komm, wir nehmen es mit. Geht nicht. Das war ein Stock. Oh, Alter. Ja, das ist zu. Freue mich immer wieder. Ja, ich lauf vor. Yes, ist irgendwas. Hast du zufällig eine weiße Tür? Ja, hier. Was steht da? Do not touch my children or I will haunt you forever. Hier ist ein Lüftungsschacht. Was hast du da wieder in der Hand? Keine Ahnung. Hier so eine Kiste oder sowas. Also mit sowas habe ich hier das Quark geöffnet. Ich leg das mal hier im Hauptraum. Gehen wir da mal. Da war ja noch ein Lüftungsschacht. Warte mal. Ah, wahrscheinlich leider durch. Tipp 9. Wo bist du? Oh, die Tür ist zu. Pistole. Wo denn? Warte mal, warte mal, warte mal. Aha. Da war ein Schloss dran. Ah, ich habe jetzt eine 9mm dabei, mit 80 Schuss. Komm mal her, hier, neben dir. Leider noch nicht fertig. Kennst du es? Gleich wird's heftig. Mario ist ein Sound. Oh mein Gott. What the heck, Alter. Das Room lockt zu viel.
I will devour your souls. Okay, mach das. You noob. Also ich rüste jetzt mal die Schrofflinte aus. Guck mal, wenn man draufschlägt. Das ist grün. Fall natürlich. You will not leave alive. Nicht? Ja, schon wieder. Was liegt denn hier? Hey, guck mal, die blaue Disk. Die blaue Keycard. Nimm sie. Ich nehme sie mal mit. Nein, nehmen wir hier, okay. Anderen Seite. Fisch kannst du auch springen. Ich hab das Gefühl, gleich kommt irgendwas. Die andere brauchen wir noch. Weiß ich. Warte. Weißt du was? Ich leg sie jetzt hier an die Seite hin. Okay. Ich trau mich nicht, da drauf zu laufen. Da ist ein Gang. Gehen wir in den Raum oder? Ist ein Gang, oder? Hey Tim, guck mal hier. Ich hab dein Zimmer gefunden. Was? It's your fault. You broke into my house. Fuck off. Don't need this. Go away. You've killed my children. You're going to die. Aber hier liegt auch irgendwie ein Stück Fleisch. Ein Stück Fleisch? Mhm. Das du jetzt natürlich mit rumträgst. Man hat ja eine Mülltonne hier stehen. Sounds, ja, das stimmt. Also die Viecher spawnen ja eigentlich relativ gechillt. Naja. Aber ist das einfach so, ja? Tim, komm mal her. Hier ist dann wieder so ein Stück Fleisch. Wo bist du? Das Gefühl, wir müssen es sammeln. Wo bist du? Unter dir. Nee, wo warst du? Ich bin wieder in den PC-Raum. Gut. Nimm mal das Stück Fleisch da. Arbeitszimmer mit. Ach Quatsch, das bringt doch nichts. Doch, weil hier liegt auch eins. Wir brauchen die bestimmt später. Die lege ich jetzt mal in den Hauptraum zu diesen. Ich glaube, irgendwann werden wir die brauchen. Auch wenn wir Hunger haben. Einfach mal raus an die Legen dann da vorne. Zu den anderen Sachen. Okay. Geh mal hier rein und machst Licht aus. Ganz schön gruselig. Finsternis. Oh mein Gott. Komm, weil ich so nach hinten gedrückt habe. Hallo, Fleisch. Noch ein Stück Fleisch, ja. Also so viele wie hier sind, müssen wir die. Ah, hier, guck mal. Huh? Three pieces of decorative meat. Feed me. Ah, was hab ich gesagt? Ja, okay. Was hab ich gesagt? Wir müssen die sammeln. Ja, dann komm. Also es ist irgendwie klar, wenn da mehrere Teile genau gleich aussehen sind. Ja. Wie das halt ruckelt und leckt, wenn man das da abliefert. Ah, okay. Voll. Destroy Hurt Bits in the Open Health Store. Ab geht's. Da teilen die mal nicht mit diese weiße Disk. Also, mit diesem Selbstmord beenden wir diese Folge für heute. Vielen Dank, bis morgen. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss. Oh, Musik.